und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, Leute, in der letzten Folge haben wir den Verräter erwischt. Das war Galin. Ich hoffe, es war Galin, weil Liv war ja war es nicht gewesen, weil er hat ja erwähnt, dass sein gelbe Farbe ja gestohlen wurde. Er konnte es ja bezeugen. Und Birna kann man ja ausschließen, weil sie ist das nicht gewesen. Und das musste Galin gewesen sein. Das musste Galin gewesen sein, weil Galin konnte niemanden bürgern. Und ja, das war er gewesen. Suchst du was Bestimmtes? Erst wird jemand an. Hast du schon alles gesehen? Wir sehen uns später. Einmal Early? Nee, da haben wir schon gespielt gegen den. Willkommen in Alfheim. Hätte ich meine Augen noch, würde ich dir selbst seine Pracht zeigen. Land des ewigen Lebens. Bitte begleite mich auf meinem täglichen Ausflug durch dieses magische Land. Ich suche das Weitblau. Die Dunkelalben haben mich vertrieben. Alfheim, sagst du? Hast du den Trank eines Seers getrunken? Nein. Ich bin vielmehr völlig blind. Aber die Lichtalben führen mich durch dieses Reich. Ich kann es spüren. Der Weg ist voller Freude. Durch die Kraft der Lichtalben. Und am Ende wartet das dritte Paradies. Das Wiedblein. Das Weitblau? Das höchste aller Reiche? Höher als Valhall selbst. Die magischen Schalen von Muspel. Entflammt von Lichtalben leiten mich. Wir werden das Weitblau zusammen sehen. Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Ah, ich spüre die Lichtalben. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Hier sind sie. Bist du von hier? Ich komme von Selum. Du warst das! Stirb! Du kommst Zug durch die Sümpfe an. Doch
Doch als ich mein Augenlicht verlor, ließen sie mich zurück. Bitte, erleuchte die... Was ist mit deiner Familie, dein Freund? Die sind in Selund. Aber sei es drum. Ich habe die Lichtalben, die mich lieben und für mich sorgen. Bitte. Wir sind schon so nah. Nur noch ein letzter Schritt auf dieser Reise. Ja, das ist der Weg. Zum Waldblau geht es über den Schwanenweg. Ich kann es sehen. Ein Wellenross wird uns weiterbringen. Unliebsame Aufmerksamkeit der Dunkelalben auf uns ziehen. Oh, wie sie mich heimsuchen. Hey! Lass mich nicht, oder? Du hattest recht mit den Dunkelalben. Für Odin! Da. Das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder vielmehr tat er es, bis die Dunkelalben kamen. Die Dunkelalben sind zurück. Zeig deine Gnade. Zermalme ihre Schädel in kleine Krümel. Schneid ihnen die großen Ohren ab. Bitte, lasst mich das Wieglein finden. Ihr üblen Dunkelalben, verderbt es mir. Alles alleine machen? Los, zustechen! Komm schon! Eckige Heiß!
Wo ist denn der Typ jetzt? Ach da. Wo ist denn der? Da. Muss ich dahin gehen? Strecke deine Flügel, Sühnen. Zeig mir, was vor uns liegt. Hallo, alter Mann, was willst du denn? Er geht nicht weg. Was siehst du, alte Freundin?
Also ich sehe gar nichts. Tut mir leid, alter Freund. Ich weiß nicht, was ich machen muss. So. Das war mein Bruder. Stirb! Ach, keine Ahnung, was ich machen muss. Das ist ein Fluch. Ich kann mir keine Fehler erlauben. So. Das ist doch eine Falle. Ich darf hier nicht erwischt werden. Hey, was? Verdammt! Zurück! Mach mich nicht sauer! Sie für mich sühnen. Ah. Ach so. Hier bleibst du eine Pütze. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen.
Komm, weiter geht's. Guter Mönch, du musst mit deinem Glauben nicht prahlen. Wurde dein Glaube in letzter Zeit herausgefordert? Schon mal über den heiligen Weg nachgedacht? Er ist besser, das schwöre ich dir. Ich bin glücklich mit meinen Göttern. Sicher nicht so glücklich wie ich mit meinen. Er erlaubt mir, den Zorn abzuschütteln. Ich bin nie wütend. Nie. Schön für dich. Ohne Zorn in meinem Leben bin ich völlig verändert. Nicht mehr auf Besitztümer aus, wie du. Sie sind bedeutungslos, weil er mich liebt. Du kannst mein Haus verbrennen, mein Hab und Gut zerstören. Ich werde nie zornig werden. Heide, dies ist ein Ort für stolze Bekehrte, so wie mich. Ich suche nach je. Du scheinst verloren und heimatlos. Mach mit meinem Haus, was dir beliebt. Brenn es nieder. Das berührt mich nicht. Ich suche nach jenen, die sich mir auf meinem überlegenen heiligen Weg anschließen wollen. Okay. Zerstöre meine Kisten. Nimm alles darin. Siehst du? Ich verspüre keinen Zorn. Siehst du? Was siehst du da oben, Sühnin? Du kannst dich hier niederlassen. Es stört mich nicht. Bald wirst du deinem Heidentum abschwören. Ja, verbrenn die Vergangenheit auf dem Scheiterhaufen. Na los, zerstöre noch mehr. Mein Glaube ist standhaft. Danke, o Herr, dass du diesen Teufel sendest, meinen Glauben zu testen. Was muss ich noch zerstören?
nur zu, Schlacht. Und dieses Geschäft, das Vieh, das gehört alles dir? Es gehört nicht mir, sondern Gott. Ich bekenne mich zu Gott und teile alles. Ja, das hattest du erwähnt. Sag mir, guter Mann, was warst du, bevor du so fromm wurdest? Ich war genau wie du. Ein dummer Heide, ohne Ziel und voller Gewalt. Übrigens, du solltest beten, ehe es zu spät ist. Zu spät? Für was? Um eine ewige Landplage zu werden wie du? Und jetzt stehst du auf. Ich fürchte, du hast deinen Stuhl besudelt. Was ist das? Oh nein, das ist... Also, dieser Schlüssel... Tu damit, was du willst. Wirf ihn in den Fluss. Mein Glaube ist unerschüttert. Okay. Entschuldigungen beschmutzen meine Rechtschaffenheit, aber mein Glaube lässt sich nicht beschmutzen. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei gar nichts. Welche Schandtaten verbirgt dein köstliches Gewand? Was für Schandtaten hast du begangen? Du bist nicht bekehrt. Du bist ein dreckiger Lügner. Stammt dein Besitz von der Kirche? Ich bin Christ durch und durch. Ein mildtätiger Geistlicher. Mein Heidentum ist Vergangenheit. Ich bin... Ein Heuchler bist du. Ohne Ehre. Du solltest für deine Schandtaten büßen. Unschuldige Menschen sterben durch deinen neuen Glauben. Du hattest deine Chance, Heide. Ich bin dadurch ein besserer, reicherer Mann. Ich habe mich verändert und... draufgeschiss. Ich bin immer noch das gleiche blutrünstige Miststück. Stirb, du Scheißefresser. Stirb! Tausendfach, wie die anderen auch! Du hättest auf einen Haufen Scheiße geschworen, du Lügner voll falschem Stolz. Du solltest dich auf einem Ting für deine Schandtaten verantworten. Die, die am bereitwilligsten geben, sind oft die, die vorher zu viel genommen haben. So, erstmal Inventar. Was gibt was Neues? Riecht nach verbranntem Torf. Geschändet. Mit so viel Zorn, wie ich es selten sah. Gibt
Gekritzte Nachricht. Woden, Tunor, Fridge, Sacknotz, nehmt hier meine Gabe und Blut und Knochen entgegen. Den väterlichen Christenhunden entrissen, die unseren edlen Vater erschlugen, als er sich den Rum zuwenden wollte. Welche Schlacht spielt dich aus? Geschuldigen suchen nach Gold. War unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen? Und meines Vaters Opfer? Verrückte Seherin! Ich bin nicht dein Feind! Welcher der Verräterkönige schickt dich? Edmund? Burgred? Keller? Ich folge keinem König. Und auch vor dir knie ich nicht. Geil. Wer eindringt, wird gehäutet, spielt die anderen auf. Reiße dich auseinander. Ach, Scheiße! Welchselder, vervielfach dich! Ich bin keine. Welchen ist das? Ist die stark, ey! Ich probier's nochmal. So viel Zorn, wie ich es selten sah. Ich fühle mich schon stärker. Welche Schlacht spielt dich aus? Ich. Ach, Scheiße! Welch Zelda, vervielfach dich! Welch List ist das? Ach, verdammt, ey! Ich möchte gerne beidhändig haben. Geschändet. Mit so viel Zorn, wie ich es selten sah. Thor verleiht mir Kraft.
Welche Schlacht spielt dich aus? Ich... Er eindringt, wird gehalten, spielt die anderen auf. Ich reiße dich aufeinander. Ah, verdammt! Ich sehe da, vervielfach dich. Ich bin eine und viele. Welch List ist das? Bleib weg! Ach, Mann! Ja, klar, komm, fick dich doch einfach ins Knie. Fertig, fick dich! Geschändet. Mit so viel Zorn, wie ich es selten sah. Und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Okay. Was siehst du, alte Freundin? Da muss ich gehen. Wo war ich? Er versteckt sich. Oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte, was er je sehen wird. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Zucken mir durchs Blut. Ich höre die Stimmen meiner abgeschlachteten Leute und sie rufen Wigmunds Namen. Flieg, Freundin. Was? Ach, komm! Folgt mir!
Perfekt. Ach Mann. Was ist das? Was du willst. Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum, kein Tick. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taugt bald nur noch zum Fluch. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht. Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Wir sollten zum Lager zurück, ehe ich mich vergesse und hier alles niederbrenne. In Zukunft muss ich mich in Acht nehmen. Häuser können neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Aber Vertrauen wiederherzustellen dauert länger. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete, Soma. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Ich weiß, dass du recht hast, nur es ist schwer, dieses Ende zu sehen, wenn man noch im Auge des Sturms steht. Ah,
Ah, ich soll zu Lager zurückgehen. Okay, machen wir mal. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Garlin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Nein. Ich hätte auch um Hilfe gebeten. Ich hätte an deiner Stelle dasselbe getan. Das beruhigt mich. Aber da war noch was. Das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Konasoma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Eivor! Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Ach, bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Du willst im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an, wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorkunde. Okay Leute, ich sag mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like, das wird mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, da sag ich mal, au revoir, ciao, bis dann, euer Gina Kusa, tschüss.